Hallo und willkommen zurück zu Gaming Universe, sucht den Super Mario Maker 2 Baumeister. Runde 8, eventuell die ultimativ finale Runde, könnte die letzte sein, die wir da spielen. Das Thema ist Aufstieg. Ich habe mein Level vor 14 Tagen gebaut und habe keine Ahnung mehr, wie es aussieht. Final Ascension habe ich es genannt, der letzte Aufstieg. Und eine Bonusaufgabe habe ich gestellt, wenn man alle 200 Münzen sammelt auf dem Weg nach oben, soll man das in die Kommentare schreiben. Das hat noch keiner getan. Es haben aber auch nur 2 von 15 Versuche durchgespielt. Im Discord wurde schon extrem viel über die hohe Schwierigkeit geschimpft. Ich weiß nicht mehr, was ich gebaut habe. Ich bin genauso gespannt wie ihr, ob wir das Level dann machen können. So, wir haben den Super Mario 2 Mushroom. Unten und B ist der Hinweis. Unten und B. Kommen wir erstmal hier rüber. Unten und Y ist der zweite Hinweis. Also ziehen wir einen Schneeball. Und können hier hoch. So. Es geht hier um einen Aufstieg. Überall, wo ich diese Pfeile gemacht habe, muss man mit dem aufgeladenen Sprung hoch. So, das ist eine Reset-Tür, falls man hier die blauen Plattformen verliert. Hütta. Nein, ich habe eine Münze vergessen. Das geht nicht. Ich kann euch nicht eine Bonusaufgabe stellen, die ich dann selber nicht erfülle. Also nochmal. Nicht so ungeduldig. Ups. Bin schon auf die anderen Levels gespannt. So, die erste Plattform hier, ne? Da kann man nochmal safe stehen. Da hat man gelernt, okay, blaue Plattformen fallen runter. Eigentlich sollte es gar nicht so unfair sein, das Level. Auch hier kann man ganz bequem einfach hochhüpfen und dann hat man schon den ersten Checkpoint erreicht. Hier hat man wieder den Mushroom. Und der Mushroom kann Sachen anheben. Nehmen wir uns einfach mal so ein Bild mit. Weil, warum nicht? Brauchen wir gar nicht. Hat sich erledigt. So, hier wieder das Zeichen, was wir am Anfang gelernt haben bei unten und Y. Ziehen wir also wieder einen Schneeball raus, den wir von hier werfen, um die zu aktivieren. Wieder der Pfeil, der uns anzeigt, wir sollen einen großen Sprung machen. Hier müssen wir auf die Montys rauf. Hier müssen wir auf die Wiggler drauf. Nein, ich habe meinen Shroom verloren. Auch hier wieder natürlich eine Reset-Tür, falls man aus Versehen den Koopa kaputt macht oder so. Komm schon. Ah. Na los. Timing. Das war schlechtes Timing. Der könnte passen mit dem Koopa. Jawohl. Jetzt haben wir die Wiggler ein bisschen aus dem Tempo gebracht. Das macht aber nichts. Fahren wir einfach auf dem Roten. So. Eine Laserbarrikade. Ups. Wir sind schon bei 92 Münzen. Das waren die ersten 100.
Was haben wir hier versteckt? Ein paar One-Ups. Also wer die ersten 100 Münzen gesammelt hat, hat hier schon 3 Leben kassiert. Lass mich mitfahren. Ja, der Einstieg in die Röhre ist ein bisschen schwierig, aber machbar. So, nächster Checkpoint. Hier wieder das Greifsymbol. Zack. Und das Wurfsymbol. Und dann können wir ganz gemütlich auf dem Banzai-Bill fahren. Nehmen wir unsere Münzen mit. Ich hatte erst überlegt, ob man den zwischendurch nochmal aufheben muss und auf verschiedenen Höhen wieder absetzen muss. Das fand ich dann aber doch zu schwierig. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wir waren fast am Ziel. Ich bin aber nicht gut gesprungen. Machen wir nochmal. Zack. Das ist ein ganz gemütlicher zweiter Teil. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ich sehe das Problem nicht. Warum sich alle beschwert haben. Zack. Gleich haben wir die 200 Münzen voll. Den Checkpoint auch extra so gesetzt, dass man nochmal 100 Münzen sammeln kann. Et voilà. Da haben wir es. Dann noch ein kleiner Bosskampf am Ende. Da es Birdo ja nicht gibt. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt sterbe ich beim Bosskampf, ne? Natürlich. Das war ja klar. Das war so klar. So, da sind wir wieder. Diesmal habe ich eine Münze verpasst. Aber die habe ich ja vorher gesammelt. Ihr habt also gesehen, dass es geht. Und das wollte ich ja nur zeigen. Please don't shoot me. Thank you. Und noch ein paar Leben als Belohnung. Und das war auch schon das ganze Level. So schwierig war das doch gar nicht. Ich weiß nicht, was ihr alle habt. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Level. Links Ascending. Gaming Universe Level Contest Number 8 von Error 2K4. Da haben wir eine Abschlussrate von 15%. 13 von 85 Versuchen haben es geschafft. Schauen wir mal rein. Okay, man bekommt das Schwert nur einmalig. Wir dürfen es also nicht verlieren. Es sei denn, wir spawnen gleich noch welche. Mal wieder in die Linksteuerung reinfinden. So. Das haben wir hingekriegt. Ich wollte eigentlich mit dem Schild blocken. Das ist jetzt doof. Da wäre es gut, wenn aus der Warp-Röhre, durch die man durchkommt, nochmal Schwerter rausploppen würden. Aus der jetzt. Dann könnte man nochmal sich nachbuffen, wenn man sein Power-Up verliert. Oh Gott. Wie schlecht bin ich denn mit Pfeil und Bogen? Und mit der Bombe? Was ist denn hier los? So. Ach Mann. Thank you.
Das war der Perfect Run hier. Naja, fast. Nein! Ich hab doch nach unten geblockt. Oh, ist das ein Käse. Da haben einige ihr Schwert verloren, wie es aussieht. Ich war zu gierig auf die 30er-Münze. Hätte einfach hochgehen sollen. Es ist sogar nur eine 10er-Münze. Es ist nicht mal 30. Das ist eine gemeine Stelle mit dem Swarm. Machen den mal weg. Hier können wir einfach durchchargen. Ah, aber ich kann auch mit Pfeil und Bogen beikommen. Bombe. Das hat hier auch cool gemacht, das ganze Level wirklich so zum Klettern zu machen, aber ohne Sprungpassagen, sondern einfach durch Gegner mit Hinder oder gegnerische Hindernisse und Bomben und Pfeilsachen. Und interessant. Oh Gott. Ah, das ist die berühmte Kurve aus dem Discord. Über die haben sich einige aufgeregt. Über diesen Sprung. Der ist tatsächlich nicht so leicht. Da ist die Bombe. Ist nicht vom Monty erwischen lassen. Der Bogen ist im Anschlag. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass man einfach das Power-Up nicht verlieren darf hier, ne? Klettern. Da oben ist auch einer. Hops. Okay. Und hops. Was ist hier los? Da möchte man nicht so lange stehen bleiben. Okay, das ging. Oh Gott, wie soll ich eine Bombe? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich von irgendeinem Feuerball spuckenden Tier überrascht werde und mein Power-Up verliere. Das wäre ziemlich ärgerlich jetzt. Es gab nämlich auch noch keinen Checkpoint. Da kommt einer. Oh, danke, Checkpoint. Was ist das? Diese Röhre da oben. Ist das eine CP1-Röhre? Das sieht ein bisschen so aus. Okay. Suddenly drei rote Münzen-Level. Damit wir hier weiterkommen, müssen wir in die drei Röhren. Ach, das ist keine CP1-Röhre, die bringt uns wahrscheinlich dann nach den Röhren jeweils hier zurück, ne? Oder auch nicht. Wer bist du denn nochmal, Morten? Oh Gott. Jo. Nicht gut, nicht gut. Shit.
Ah, Gott sei Dank. Boah. Puh. Da habe ich für einen Moment Angst gehabt, dass wir es nicht schaffen. Ups. Komm an die Münzen. Kommt mal an. Geht auch. Furchtbare Eisphysik. Na, ist egal. Wir kommen auch ohne Münzen klar. Ah ja, okay. Das ist nur der Hub, um wieder hier rauszukommen. Checkpoint-System für die Münzen. Nice. Das gefällt mir. Ludwig, ne? Wie geht's dir, mein Freund? Ich hoffe gut. Jetzt nicht mehr. Bin dir auf den Kopf gesprungen. Lammermünzen. Ach, das sind die... Ah, Entschuldigung. Ich hätte vorher gar nicht die anderen beiden kaputt machen dürfen. In jedem Raum gibt es ein Triforce. Mut, Stärke, Weisheit und so, ne? Ja. Entschuldigung. Manchmal bin ich ein bisschen langsam. Deinen Namen weiß ich nicht. Aber du bist der, der mich tötet. Okay. Verstanden. Wenigstens gibt es hier nochmal ein Schwert. Nein. Fug. Okay, nehme ich. I'll take it. Block ich das damit? Ich weiß es nicht. Noch mal ein bisschen näher hier, du. Okay. Ah, wunderbar. Wunderbar. Das war jetzt das der Kraft, ne? Das dritte. Shrek Point. Jetzt bloß kein Key Death. Sonst müssen wir die drei nochmal machen. Was passiert jetzt? Ich habe ein bisschen Angst. Das war nur die Final Ascension. Oder Link's Ascension. Link's Ascending. Yay! Das hat mir gut gefallen. Am Anfang hätte man nochmal eine Möglichkeit gebraucht, um nochmal das Schwert zu bekommen. Aber mit der zweiten Hälfte war es perfekt. Das fand ich gut. Schön. Oh nein, ich habe den Kommentar vergessen. Ah, es tut mir leid. Ich habe vergessen, einen Kommentar zu geben. Moment. So, jetzt gibt's auch einen Kommentar. More swords, please. Dann sehen wir uns im nächsten Level wieder. Escape from Bowser's Castle Part 2. Same, same, but different. Von Zelos, bekannt als Wits. Oder umgekehrt. Abschlussrate von 2%. 2 von 85 Versuchen haben es geschafft. Red Brook hat den Weltrekord mit 48 Sekunden. Halleluja. 85 Versuche und 2 haben es geschafft. Oh nein. Brauche ich den Key? I don't know. I really don't know. Hoppa. Shit.
Kann ich noch mal so ein Mushroom haben, bitte? Ich hätte wirklich gerne noch mal so ein Mushroom gehabt. Na gut. Dann nicht. Das könnte die hohe Rate, die niedrige Clear Rate und die hohe Sterbensrate erklären. Ich hoffe, man braucht den Schlüssel. Wer, wenn nicht? Dann wäre ich auch ein bisschen knatschig. Der Wump hat das nicht ausgelöst. Oh Gott. Diese Maske. Diese Mörder überall. Hinter. Okay. Checkpoint. Checkpoint achieved. Das kommt mir bekannt vor. Nein! Shit. Gut, dass hier eine Reset-Tür mit eingebaut ist direkt. Sparen wir uns einen Tod. Shit. Ich dachte, ich komme. Vielleicht gecheased schon da hoch. Okay, den Rekord holen wir uns nicht. Den darf Red Brook gerne behalten. Alter. Ist doch nicht normal. Och, dieser Sprung, ne? Der ist knifflig. Knifflig. Die hier hinten sind überhaupt kein Thema. Da darf man sich den Kopf nicht stoßen. Ich war doch schon einmal da. Das ist auch wieder so ein Kurvensprung. Die baut ihr gerne ein, ne? Nein, das war zu früh. Vielleicht sollte ich mir mehr Zeit lassen, bevor ich springe. Apropos Zeit lassen. Ja, das geht noch. 190 gleich noch. Also, das ist zwar gerade eine etwas frustige Stelle, gefällt mir aber richtig gut, weil man sie ohne großes Punishment einfach direkt wiederholen kann. So. Zack. Da sind wir schon fast am Ziel. Stecken aber erstmal fest. Ich dachte, ich muss in die andere Richtung. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich muss umdrehen nach rechts. Oh nein, das ist gemein. Jetzt ist ja die Tür zu. Das ist ja fies. Das ist ja fies. Oh. Das erklärt die hohe Sterberate. Okay, es hat ein niedriges Punishment beim ersten Versuch. Den zweiten wird es dann härter. Oh Mann. Ich versuche jede Säge einmal zu treffen mit meinen Toten. Oder ich sterbe einfach nicht mehr so oft. Nein! Da hinten ist noch keiner gestorben. Muss man erstmal schaffen. Ach Mann. Ich habe jetzt so langsam wieder Angst, den Todescounter einzubauen. Das wird wieder eine Heidenarbeit, wenn ich das so hier so sehe. Thank you.
Ich hab doch Rennen gedrückt. Die Clear Rate sinkt, die Clear Rate sinkt. Seh los. Jetzt nochmal mit Schwung hier hoch. So, jetzt nicht mehr sterben, bitte. Was macht man hier, wenn man groß ist? Da muss man sich unten erst treffen lassen, ne? Das heißt, ich hätte vorhin gar nicht reinkommen können. Ins Ziel. Ich bin so ein Volltrottel. Als ich groß war, hätte ich durch die Kreissäge mit Damage Boost durchgekonnt. Bin ich ein Depp. Pilz plus Kreissäge equals Ziel. Habe ich leider zu spät bemerkt. Ärgerlich. Jetzt haben denn die anderen kommentiert. Käse. Redbrook hat den Cheese auch gefunden. Ist bestimmt auch dadurch gesprungen. Dann auf zum nächsten Level. Das nächste Level, GUSDSMM2B Voll 8, Aufstieg und Fall von Sun. 15% Abschlussrate, 7 von 45 Versuchen, das klingt fair. Ich sage übrigens im Anschluss noch ein bisschen was zu allen Leveln. Ich gebe hier meine Bewertung im Video diesmal bekannt, weil das Video diesmal erst erscheint, wenn die Bewertungsphase rum ist. Jawohl. Schauen wir uns mal an, was Sun gebaut hat. Da wäre ich fast in den Gumba reingesprungen. Der war nice. Der hat mich überrascht. Diesmal bin ich in den Gumba reingesprungen. Ich wusste, dass er kommt. Ich war aber übermütig und habe gedacht, ich bin schneller. Ich lag falsch. Paragumbas machen mir ein bisschen Angst. Und dann töte ich aus Versehen drei von ihnen. Ist in Ordnung. Jetzt kommen aber keine mehr, ne? Wir haben zwei Türen. Welche nehme ich? Okay. Es gibt auf jeden Fall kein Zurück. Sind das zwei Wege, die man hier fahren kann? Oh Gott! Was war denn das, Sun? Da war ich nicht bereit für. Aber so können wir uns wenigstens nochmal die andere Tür anschauen. Habababa. Du machst ja Sachen. Was haben wir denn hier drüben? Ist das besser? Es ist nur ein Pilz. Es ist keine alternative Route. Ich muss das machen. Okay. Also ich verstehe die Intention. Hier lernt man erstmal das Prinzip dahinter. Und hier muss man dann einfach schnell sein. Oh, Kacke. Ich möchte hier auf der Ranke sterben. Das ist wieder durchaus ein Level mit Frustpotenzial. Weil man jedes Mal wieder hier den Aufstieg machen muss, um zu dieser Stelle zu kommen, an der man häufig stirbt. Da
Davon sind meine Level auch nicht immer frei. Das weiß ich. Aber mittlerweile erkenne ich die Stellen ganz gut, weil die sind dann immer meine Schnittpunkte beim Videoschneiden. Die sehe ich dann sehr häufig wieder. Und das riecht nach so einer Stelle, wo das auch passieren könnte. Ich glaube, es wäre angenehmer, wenn man hier durch die Tür geht und nicht sofort jetzt auf der ersten schnellen Plattform landet. Aber... Boah, dieser... Das Momentum, ne? Das reißt sich so mit. Krass. Ich weiß nicht, wie man dagegen ankommen soll. Wenn man so viel Rechtsdrall hat. Den warten wir ab. Pilzi Pilz. Ach, fuck. Oh Mann. Jetzt habe ich den vergessen. So. Oh, Gott sei Dank. Oh, was ist hier los? Gut, dass ich den Pilz hatte. Gut, dass ich den Pilz hatte. Puh. Okay, das war nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ich habe gedacht, wir stecken jetzt hier wieder 50 Versuche oder so fest. Das war in Ordnung. Schönes Level. Knackige Stelle. Alter Falter. Super schwierig, San. Mehr dazu später. Auf zum... Na, halt, bevor wir zum nächsten Level gehen, was haben die anderen geschrieben? Error hat Spaß gemacht und Red Brook hat's auch Spaß gemacht. Ihr Streber. Rise and Fall. And Rise. Von Law. 5 von 44 Versuchen haben es geschafft. 11% Abschlussrate. Schauen wir uns mal an, was Law da fabriziert hat. New Super Mario Bros. Style. Haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen, ne? Ist tatsächlich mal ganz erfrischend. Okay. Haben hier ein paar Springs. Brauche ich an der Stelle jetzt hier. Wall Jump. Clownsprung. Wall Jump. Zu wenig gewalljumpt. Okay. Prinzip verstanden. Wir sind in der ersten Rise-Phase. Also,
Reisen wir. Sehr dankbar, dass mir die drei Goombas da nicht auf den Kopf gefallen sind. Das musste so. Das war, ich wollte gucken, ob da rechts noch ein Geheimnis ist. Da war keins. Habe ich für euch getestet. Oh Gott, die kommen ja wieder. Da ist nichts versteckt. Jelly Donut! Ah, ihr seid Hindernisse. Alles klar. Interesting. Cool gemacht. Ja, wir sind Squirrel Luigi. Ich habe übrigens noch keine Ahnung, wie man den fliegt. Es ist eine Weile her, dass ich New Super Mario Bros. U gespielt habe. Oder allgemein New Super Mario Bros. Das war Rise, jetzt kommt Fall, ne? Wie gleitet man mit dem denn nochmal hoch? Ah, so. So. Rise and Fall haben wir geschafft. Und jetzt kommt nochmal Rise. Was ist das? Was ist das für eine Röhre? Haha! Habe ich gecheased? Ich habe ein bisschen das Gefühl, das hätte man andersrum machen sollen. Kann das sein? Oder war das so richtig? Ja, das hätte man definitiv andersrum spielen sollen. Ups. Entschuldigung. Wir spielen es richtig. Aber wie spielt man es denn richtig? Durch die Tür sind wir gekommen. Das heißt, wir müssen hier reisen. Oh nein. Ärgerlich. Ich habe meinen Squirrel verloren. Keine Ahnung, wie ich hochgekommen bin. Es war Spaghetti, aber wir sind da. Oh Gott. Das gefällt mir richtig gut hier, das Kletterlevel. Ha, durchgecheased. Da hätte man eigentlich klein sein sollen. Guck mal, dann war links die Bonus-Area doch fürs Rückwärtsgehen. Dann war es gar kein Cheese, dass ich da reingegangen bin. Na gut. Aber da ich meinen Screw... Oh Gott, danke, dass da Donuts sind. Du bist so ein toller, netter Mensch. Lol. Ich mag dich. Du hättest mich auch in den Tod stürzen lassen können, aber du hast dich entschieden, da Donuts hinzumachen. Und dann ist man am Ende sehr glücklich. Das hat Spaß gemacht. Das fand ich toll. Ich bin ein bisschen neugierig noch auf den Bonusraum.
aber da ich sofort meinen Squirrel verloren habe, glaube ich nicht, dass ich den so leicht schaffen würde. Aber sehr, sehr cooles Level. Und dann bleibt noch eins. GU Himmelwärts. Steige hinauf. Diesmal sogar mit zwei Bonus-Spaßräumen. Von Red Brook. 13 von 73 Versuchen, 17,8% Abschlussrate. Zwei Bonus-Spaßräume. Gucken, ob wir die finden. Ich hoffe. Oh nein. Oh Gott. Da ist die Lache wieder. Starten ganz unten. Auf Höhe der Pilze und der Käfer. Okay. Dann fahren wir nach oben. Aha. Gut, dass ich bis zum Ende mitgefahren bin. Wo führt uns das hin? Es ist cool gemacht mit dem Hintergrund hier, ne? Man hat erst die... Gott, das war Glück. Man hat erst hier unten die Erdschicht. Und dann kommen hier so die Wurzeln. Oder erst halt so eine Steinschicht unten unter der Erde. Dann hier langsam Wurzeln und Gestrüpp. Und je höher man steigt, desto mehr Goombas fallen einem auf den Kopf. Das war direkt vorm Checkpoint, ne? Kacke. Okay, aber diesmal wissen wir, was uns erwartet. Fahren noch mal eine Runde. War das hier rechts, was ich entdeckt habe, eigentlich einer der Bonus-Spaßräume schon? Das hier? Ist das Bonus-Spaß? Das sieht nach Bonus-Spaß aus. Ich würde das jetzt mal als den ersten Bonus-Spaßraum zählen. Solange das in den Kommentaren nicht bestritten wird. Vom Levelersteller. Sind wir uns einig, ne? Hier links ist der zweite Bonus-Spaßraum, aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Nein, ich bin wieder in denselben Goomba reingefallen. Mann. Red Brook ist ein Troll. Brauchst du gar nicht lachen. Bist du. Ob ich nochmal drauf reinfalle gleich. Aha. Diesmal nicht. Interesting. Wie kommt man da rein? Die Ranke geht ganz schön hoch. Excuse me. Please don't shoot me. Warum bin ich da reingelaufen? Das war dumm. Oh nein. Ich habe meine Feuerblume verloren. Jetzt komme ich hier nicht mehr dran. Oh shit. Hätte ich das gebraucht, die Ranke? Für den Bonus da oben, ne? Wir kriegen das? Yes! Ha! Cheese! Bonus-Spaßraum. Okay, dann war das andere nur Bonus-Spaß, aber kein Bonus-Spaßraum. Komm mit, Freund. Wir gehen die Welt erkunden.
muss meinen Freund loslassen. What? Hui. Alles klar. Was haben wir hier? Ein Leben. Fast unseren Zut verloren. Ich sehe euch. Kanonis. Das ist die offensichtliche Lösung. Aber hier drüben. Hier sind die wahren Geheimnisse am Start. Oh Gott. Euch habe ich nicht kommen sehen. Nein. Geschafft. Wir haben nur einen Bonus-Spaßraum gefunden. Ich bin ein bisschen traurig. Aber es war ein sehr cooles Level. Sehr, sehr cool. Das hat mir gefallen. Wunder, wunderschön. Was haben die anderen geschrieben? Gar nichts. Warum gebt ihr keine Kommentare? Was ist denn da los? Heute. Was ist denn das eigentlich für ein Symbol da bei mir? Ach so, weil ich eine Superwelt habe, ne? Ja, alles klar. Okay, dann schauen wir uns doch nochmal alle Level im Überblick an. So, wir hatten heute Link's Ascending, Escape from Bowser's Castle Part 2, GUSDS MM2B, Rise and Fall and Rise und Himmelswärts. Link's Ascending fand ich eine schöne Idee, das nicht einfach, also das Thema Aufstieg nicht einfach mit Jump'n'Run zu machen, wie alle anderen es verstanden haben, sondern einfach zu sagen, okay, ich nehme das Link-Power ab und es wird ein Rätsel-Kletter-Kampf-Level. Das war schon ganz cool. Allerdings hat mich ein bisschen gestört, dass man halt am Anfang das Schwert nicht nochmal holen kann. Das ist ein bisschen frustrierend. Es wäre einfach cool gewesen, wenn es aus der Warp-Röhre nochmal rauspoppt. Hätte nicht wehgetan. Und hätte einiges an Frust erspart. Escape from Bowser's Castle Part 2 fand ich richtig gut. Hat eine sehr knifflige Stelle, wenn man einmal stirbt nach dem Checkpoint. Ja, ist aber trotzdem gut schaffbar. Wenn man es im ersten No-Run schafft, dann kann man sogar cheesen, wenn man noch groß ist. Nämlich hier sieht man es auf dem Thumbnail nochmal die Stelle. Man kann einfach da durchspringen mit Damage Boost. Ich war zu doof und habe es nicht gemacht. Sonst hätte ich einfach das Level schon beenden können. Suns Level, Aufstieg und Fall. Fand ich auch richtig cool. Ein bisschen frustig war die Stelle mit den schnellen Plattformen. Wenn man immer, oder weil man immer wieder hinlaufen musste. Man musste immer erst den Aufstieg wieder machen, um dann direkt nach der Tür zu sterben. Dafür war die Passage wiederum an sich fair und kurz. Das heißt, man konnte sie ohne große Probleme eigentlich schaffen. Ich habe mich wieder ein bisschen doof angestellt, habe ein paar Versuche gebraucht. War schon fair, aber hatte so einen kleinen Frustfaktor. Rise and Fall and Rise hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es war ein frischer Wind, einmal durch das andere Thema natürlich, das ich persönlich lange nicht gespielt habe. Zum anderen mit dem Squirrel Power-Up, diese versteckte Bonusröhre, die wir hier auf dem Thumbnail sehen. War auch eine coole Idee, wo ich erst gedacht habe, ich hätte gecheased und habe dann abgebrochen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und Himmelwärts ist auch wieder ein super schön designtes Level. Es gibt 1000 Bonussachen, von denen ich nicht mal die Hälfte gefunden habe. Es gibt verschiedene Wege nach oben. Einfach ein richtig gut durchdachtes Mario-Level, wie immer von Redbrook. Schwierig heute die Punkte zu vergeben. Ich glaube, den meisten Spaß hatte ich mit Lore. Mein erster Platz geht heute an Lore. Also einfach tatsächlich vom Spielspaß her. Damit hatte ich am meisten Freude. Dann kommt kurz dahinter Redbrook mit Himmelwärts. Auch ein Level, das absolut frustfrei war. Es war super zu spielen.
Es ist wunderschön designt, habe ich gerade schon gesagt. Definitiv mindestens zweiter Platz. Ihr seid aber nicht weit auseinander. Und der dritte Platz. Oh, ist richtig schwierig bei euch dreien. Mir hat alles gefallen. Das mit Link zum Aufstieg fand ich tatsächlich eine coole Idee. Da hat man eigentlich den Aufstieg aber gar nicht so gemerkt. Also man ist zwar vertikal hochgeklettert die ganze Zeit. Es hat sich aber einfach nur wie ein, ja, wie ein Zelda-Level angefühlt, aber nicht wie ein Aufstiegslevel. Sun und Zelos. Oder Sun und Witz, Entschuldigung. Ich hätte weniger Frust mit dem Level von Witz tatsächlich. Weil man einfach direkt wieder, zack, da starten konnte, wo man gestorben ist. Man musste nicht wieder hinlaufen. Dritter Platz geht heute an Witz. Das ist meine Punktevergabe. Wir sehen uns aber gleich nochmal in diesem Video wieder. Für diese Aufnahme ist es erstmal zu Ende. Allerdings wird mir der gute Lore, wenn ihr alle abgestimmt habt, eure Punkte mitteilen. Und dann hängen wir die Siegerehrung hier im Video hinten mit dran. Ich hoffe, ihr schaut noch weiter. Und ja, bis gleich. So, wie versprochen, sind wir noch einmal zurück mit der Siegerehrung. Heute ist ein paar Tage später. Ich habe gerade die Stimmen von Lore bekommen. In letzter Minute hat Error auch noch abgestimmt, hat noch ein bisschen was an der Waagschale bewegt. Allerdings hat sich an den Plätzen dadurch nichts mehr verändert. Und damit kommen wir jetzt zur Bekanntgabe der Sieger von Runde 8. Auf dem letzten Platz mit 4 Punkten insgesamt haben wir tatsächlich mich mit Final Ascension oder Ascension, man weiß es nicht genau. 4 Punkte hat es eingebracht, das war euch insgesamt zu schwierig. Ihr habt euch mehr Zwischenebenen gewünscht, habe ich aus dem Discord gelesen. Weniger runterfallen, nicht den Geschmack der Gruppe getroffen. Auf Platz Nummer, wie viel haben wir denn überhaupt? 6 Level haben wir insgesamt. Auf Platz Nummer 5 gelandet ist Witz mit insgesamt 6 Punkten. 1 plus 1 plus 1 plus 3 waren das. Ist, ja, ich hätte es besser eingeschätzt. Ihr habt das Video ja gerade gesehen. Ich hätte gedacht, du würdest höher landen. Aber ein 5. Platz ist zumindest nicht der letzte. Dann haben wir auf Platz Nummer 4, wo ist er? Wo ist er? Da! Von Error 2K4, Links Ascending, mit 7 Punkte. Ist auch, ist alles sehr knapp beieinander, sehe ich gerade. Das waren 1 und 2 und 2 und 2 Punkte, insgesamt 7. Ein solider 4. Platz. Auf dem 3. Platz haben wir Red Brook mit 8 Punkten. Also ihr seht, 6, 7, 8, alles nah beieinander. Red Brook, wo bist du? Da, GU himmelwärts. Hat 8 Punkte kassiert, 3 und 2 und 1 und 2 gab's. Dann machen wir es jetzt einfach mal gar nicht so spannend. Ich habe nämlich vor, das Video gleich noch live für euch hochzuladen. Auf dem 2. Platz gelandet ist Sun mit 11 Punkten. 2 plus 3 plus 2 plus 1 plus 3 gab's. Verdienter 2. Platz, war ein sehr spaßiges Level mit wenig Frust, außer bei mir wahrscheinlich. Ich habe aus dem Discord gelesen, dass die anderen teilweise gar keine Probleme hatten. Mich hat das Momentum ja ein bisschen erwischt und rausgebracht aus der Bahn, aber die anderen, ja, scheinen da besser mit klargekommen zu sein. Deswegen solider 2. Platz mit 11 Punkten, bisschen Abstand zum 3. Herzlichen Glückwunsch. Und damit bleibt, ihr habt es erraten, Lore auf dem 1. Platz mit insgesamt 12 Punkten. Also auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Zahn. Ein Punkt Unterschied nur. Die Wertung von Error hat Sun nochmal gehörig nach vorne gebracht, nämlich. Vorher war der Abstand ein bisschen größer. Ja, Lore hat insgesamt bekommen 3 und 1 und 3 und 3 und 2 Punkte. Macht 12. Und in meinen Augen definitiv verdienter Sieger. Mit einem sehr spaßigen Level. Tatsächlich haben alle Level diese Runde sehr viel Spaß gemacht. Es gab wenig Frust. Ist bei mir jetzt schon wieder ein paar Tage her. Bei euch gerade erst ein paar Minuten, dass ihr es gesehen habt wahrscheinlich.
Ja, ich hoffe, wir können noch ein paar Runden machen und ihr seid dabei. Am Anfang waren wir uns ja nicht sicher, ob es noch weitere Runden gibt. Inzwischen ist die Stimmung im Discord so, dass wir zumindest da weitermachen wollen. Ob es im Forum weitergespielt wird, müssen wir mal schauen. Aber ich denke, eine Runde 9, da spricht nichts gegen. Also dann, herzlichen Glückwunsch an Lore und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Thank you.